Das ist doch jetzt irgendwie komisch, dass man sagt, man gibt 45 Milliarden aus, aber man hat faktisch dann am Ende nur 20 Milliarden. Naja, es gibt noch andere Möglichkeiten bzw. Ideen, wie Gelder aufgebracht werden. Da bin ich mir sicher. Die haben wir da jetzt aber noch nicht reingeschrieben, die sind noch nicht entverhandelt. Ah, okay. Robin Alexander. Und erstmal sollen die ja gerne ausgegeben werden. Wenn alles gut läuft, die Sparsamkeit in Deutschland hoch ist und wir ein bisschen Glück mit dem Wetter haben, haben wir eine Chance, gut über den Winter zu kommen. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Oder wird sie dann, das weiß ich gar nicht, aber die entscheidende Frage ist, woher nehmen Sie die Hoffnung? Weil Politik ohne Hoffnung ein trostloses Geschäft wäre. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Land erlebt. Ups. Der Eid lautet, ich schwöre. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das interessiert Sie nicht? Nein.